quickly. Was zur Hölle machst du hier? Hey, ist das nicht Cassidy? Wechsle ja nicht das Thema, du mieser kleiner Dreckiger. Warum klären wir das nicht bei einem Eis, John? Wie in den guten alten Zeiten. Wie bist du hier aufgekommen? Ich will nicht, dass dich irgendwer sieht. So, erstmal hallo und willkommen zurück zu Let's Play Black Sad. Und das fing einfach so an. Jetzt will ich mal gucken. Weil wir waren ja eigentlich schon viel weiter. Oder nicht? Ich meine, das haben wir ja gehabt. Da haben wir die Dietrich geholt, da haben wir den Büffel und das Nashorn, ne? So. Ja. Na gut. Muss ich mal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, was ich letztes Mal angeklickt habe, aber ich werde es versuchen, wieder zu rekonstruieren. Ich werde es versuchen zu rekonstruieren. Selbst der erbärmlichste Wicht hat eine besondere Gabe. Etwas, das ihn oder sie besonders und kennenswert macht. Der stinkende Weekly ist da keine Ausnahme. Ganz gleich, was er anstellt. Es ist unmöglich, ihm lange böse zu sein. Oh, dieser Bourbon Shake ist köstlich. Mal probieren? Du weißt, dass ich keine Milch mag. Dein Pech. Also, Joe Dunn erhängt sich und hinterlässt den Boxclub seiner Tochter. Was sie zur ersten Frau macht, die einen Boxclub leitet, glaube ich. Sie hängt hat, dann hat sich nicht selbst umgebracht. Wir fragen erstmal, ne? Die eigentliche Frage ist, warum er sich umgebracht hat. Also, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gewählt. Ist doch wohl offensichtlich. Ist es das? Willst du mal ein wenig Licht ins Dunkel bringen, Sherlock? Ach, nach einem Grund muss man da doch gar nicht suchen. Es hängen sich doch jeden Tag Leute aus reiner Traurigkeit oder sowas auf. Mehr ist nicht dahinter. So, das hatte ich dann als erstes genommen, ne? Es ist ja kein Geheimnis, dass Boxen und Korruption Hand in Hand gehen. Dann schien er ein anständiger Kerl zu sein. Vielleicht war er das Kämpfen einfach leid. Nun spielt eigentlich keine Rolle. Nur so eine Ahnung. Würde ich nicht mein Leben drauf verwetten. Ich habe da noch andere Verdächtige. Etwa O'Leary, den Buchmacher. Das mit O'Leary? Der gleiche O'Leary, der mal mit Helen Moore zusammen war? Mit Amerikas Nummer 1 Schnuckel? Also das ist meine... Ich kann es übrigens, glaube ich, nicht überspringen. Ich will es ja auch nicht wegdrücken. Walross. Wer war also, der Typ überhaupt? Was Wichtiges. Komm schon! Du hast noch nie von Frank Cassidy gehört? Dem Präsidenten des Verbands der Boxmanager? Der ist zudem der Agent von Stone, dem Gegner von Bobby Yale. Hm. Der könnte doch wissen, warum Dunn sich umgebracht hat, oder? Ich beschloss, Weekly zu bitten, Cassidy unter die Lupe zu nehmen. Warum? Handfeste Informationen über Cassidy beschaffen, ja. Das hatten wir. Weekly hatte recht. Cassidy hätte wissen können, warum Dunn sich umgebracht hat. Und Weekly war bereits zu neugierig. Je weiter ich ihn vom Boxclub fernhalten konnte, desto besser. Aber bei Weekly ist man nie sicher, was am besten wäre. Sollte ich ihm einen Befehl geben oder eine subtile Andeutung fallen lassen? Direkter Befehl. Also, da du ja Cassidy für einen Verdächtigen hältst, schau mal, was du so rauskriegen kannst. Alles klar. Aber du musst mir einen Gefallen tun. Sag Sonja Dunn, dass ein legendärer Journalist von What News ein Interview mit ihr möchte. Weekly, bitte. Tja, falls nicht, dann bye-bye, Cassidy. Das hatten wir genommen. Nun gut, ich will sehen, was ich tun kann. Super, dann wäre das also geregelt. Gut.
So, ich müsste jetzt eigentlich alles gedrückt haben, wie wir das letzte Mal hatten. Bisschen blöd, dass es nicht da startet, wo wir aufgehört haben. Und? War denn jemand auf dem Dach? Nein, falscher Alarm, das hatten wir, ne? Da war keiner. Muss mich getäuscht haben. Ein Detektiv mit Halluzinationen. Heute muss mein Glückstag sein. Stimmt, da war ja was. Die ist ja sehr nett. So. Haben wir hier noch irgendwas? Eine Karte zum Beispiel? Ich würde gerne einen Blick in diesen Safe werfen. Geben Sie mir die Kombination? Ich würde ja gern, aber die Kombination war mal der Geburtstag meiner Mutter, aber die habe ich schon ausprobiert. Na gut, falsches Passwort. Oh, da oben ist eine Karte. Ich weiß nicht, ob die Hall of Fame gehen. Ich habe die letztes Mal vergessen zu zeigen, aber ich habe jetzt keine Lust, dass dieser Bug wieder auftritt. Glückliche Familie? Neue Schlussfolgerung. Stimmt, da waren wir gestern auch, ne? Und hier müsste ich dann auch irgendwo dann gespeichert haben. Aber wir gucken erst nochmal auf dem Tisch. Das Kärtchen an. Weil hier diesen Ständer mit den... Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden genau. Des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Auf Dans Tisch. Ist ja nochmal das gleiche. Ja. Und wir können es nicht überspringen. Nein. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Gut, wir können es auf jeden Fall nicht überspringen. Ja, ist schön. Und wir können zwei neue Schlussfolgerungen hinzufügen. Auf Yale spinnt sind rassistische Schmierereien. Irgendetwas ist faul an Duns Selbstmord. Mary hat eine schöne und saubere Handschrift. Wessen Fußabdrücke sind im Boxclub? Das Geburtsdatum von Duns Frau öffnet nicht den Tresor. Mary nennt dann Joey. Jemand hat einen Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Da liegen Karten mit Personaldaten auf Duns Tisch. Der Ehering von Duns Frau war in einem Umschlag, auf den per Hand Sonjas Name geschrieben worden war. Stimmt, das hatten wir auch noch. Versuchen wir mal das und... das hier. Nein. Und was ist mit dem Farbeimer und den weißen Fußabdrücken? Nein. Also zwei können wir auf jeden Fall finden. Vielleicht das und dass ihre Unterlagen drin sind? Nein. Oh, warte mal. Die Schmierereien und die Personalakte. Nein. Mal gucken. Vielleicht die, ja stimmt. Nein. Vielleicht der Selbstmord und die weißen Fußabdrücke. Nein. Ach, Moment mal. Die schöne, saubere Handschrift ist doch die gleiche wie auf dem Brief. Ah. Mal sehen. Mary hat den Ring in den Umschlag gesteckt und Sonja dann draufgeschrieben. Aber warum hatte sie überhaupt den Ring? Mary trug den Ring von Joe Duns Frau. Mary hat den Ring in den Umschlag gesteckt. Aber wir haben ja noch eine Schlussfolgerung. Lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Ja, da möchte ich jetzt drauf. Wir können ja noch eine Schlussfolgerung, ne, suchen. Jemand hat einen Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Eventuell ist das der Farbeimer? Nein. Jemand hat einen Expander in die Mülltonne geworfen. Eventuell, ne? Nein.
Da liegen mit Personen... danach hatten wir das ja, ne? Und... das ging nicht, ne? Das hatte ich schon... Hatte ich das schon versucht? Nein. Also, ja, hatte ich schon versucht, aber es ging nicht. Ich war mir so nicht mehr sicher. So. Oh, warte mal. Fußabdrücke? Vielleicht mit den Personaldaten? Nein. So, wir versuchen... Ich versuche jetzt mal was anderes. Wir gehen jetzt von hier einfach mal komplett... oben rüber. Machen wir mal nach Ausschlussverfahren. So, also mit der Handschrift habe ich am Ende rausgefunden, ne, dass das Marys Handschrift auf dem Brief war. Aber jetzt wüsste ich nicht. Ja. Ich glaube, das hatten wir ja schon, ne? Keine Ahnung, was das damit zu tun haben sollte. Aber versuchen wir alles, weil am Ende ist es irgendwas Subtiles. Und ja. So. Ein Expander. Und das. Nein. Dann haben wir den... die Schmierereien schon mal abgehakt. Dann gehen wir hiermit weiter. So. Oh, oh, Moment mal. Moment. Vielleicht geht das ja. Aha. Waren Mary Purnell und Joe Dunn zusammen? Mary und Dunn hatten etwas miteinander. Jawohl. Da hätte ich aber auch sofort drauf kommen können. Ne? Oh, eine neue Schlussfolgerung. Oh, jetzt kriegen wir aber hier viele raus. Schön. Freut mich. Mal gucken. Wheatley hat sehr eindeutige Fotos von Nathan und dessen Geliebter gemacht. Was hat denn das jetzt damit zu tun? So, mal gucken. Ja, keine Ahnung, wenn das jetzt neu ist, ich versuch's einfach mal. Ach, da oben ist das auch von dem Dach. Jemand hat einen Expander, Fuchsclub, jemand hat einen Farbeimer in die Mülltonne geworfen. Stimmt. Warte, jetzt muss ja was faul sein, weil, ne? Nee. Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht die Frau ausfindig machen. Einer hat doch Klick gemacht. Da ist der Farbeimer. Vielleicht hat er den da reingeworfen. Nein. Wir machen mal weiter. Ich werde bestimmt noch drauf kommen. So, gucken wir mal aus dem Fenster. Eine tolle Aussicht. Oh, da unten kämpft der Jake. Ich weiß es nicht. Oh, oh, oh. Ja. Nächste Karte, hängt da einfach oben am Mast. Ne? Police Line, do not cross. Das sieht so dämlich aus. Ne? Also einfach nur vier solche Dinger dahin geklatscht. So. Okay, hier können wir nichts mehr angucken. Wir können den Spind öffnen. Können wir mit ihm reden? Jo. Danke, Mann. Also, was kannst du mir noch zu Duns Tod sagen? Also, nicht viel. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Weiter trainieren, Rassismus, Sonja Dunn, Joe Dunn. Frag mal wegen dem Rassismus nach. Dunn war kein Vater, aber er hat dich und Bobby Yale hier trainieren lassen. Ja, das war der erste Boxclub ohne Rassentrennung in der Stadt, glaube ich. Aber nicht allen gefiel das, oder? Du hast die Graffiti gesehen, oder? Wenn ich diesen Wichser zu packen kriege.
Bobby Yale? Fragen wir mal erstmal zu ihm. Hast du eine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte? Kein Schimmer. Vergangenheit, Familie, Apart. Fragen wir ihn nochmal. Ich habe mir Bobby Yales Apartment angeschaut. Ich glaube, er könnte was mit O'Leary zu tun haben. Diesem Buchmacher. Bist du sicher? Yale hat ein paar düstere Jahre durchgemacht, keine Frage, aber Dunn hat wirklich einen anständigen Kerl aus ihm gemacht. Ich bin ja kein Detektiv, aber diese Spur will ich nicht weiter verfolgen. What? Wie kommt denn jetzt da drauf? Okay. Laufbahn? Wenn Yale gegen den amtierenden Champion antreten soll, hat er eine großartige Laufbahn vor sich. Er hat keinen Kampf mehr verloren, seit er Profi geworden ist. Der kleine Drecksack hat mich vor ein paar Jahren aus dem Anzug gestoßen. Familie, fragen wir mal. Kennst du welche von seinen Verwandten? Sein Vater, Evanarius. Evanarius? Der Boxpoet? Ist er nicht verschwunden? Vor 20 Jahren? Ja, und seine Frau, Bobbys Mama, ist kurz darauf gestorben. Dann kommt er einem Verwandten noch am nächsten. Das ist ein armer Kerl. Aha, also genau vor 20 Jahren ist schon sein Vater verschwunden. Und die Vergangenheit mal du gucken. Du hast gesagt, Yale hat sich früher mal einer Gang angeschlossen. Weißt du, welche das war? Teufel nochmal, was weiß ich denn schon? Wir sind hier in New York City. Hier gibt's mehr Gangs als Einwohner. Das wäre auf jeden Fall schwer, aber okay. Was kannst du mir über Sonja Dunn sagen? Ganz schön scharf, was? Sie scheint nicht gerade von Trauer überwältigt zu sein. Mir scheint, der Tod ihres Vaters setzt dir nicht allzu sehr zu. Also, sie gibt sich gern, betont cool. Das macht sie ja gerade so scharf. Und ihr scheint euch zu verstehen. Ihr beide scheint euch zu verstehen. Tja, ich kenne sie ja auch schon, seit sie noch ein Baby war. Aber sie ist definitiv groß geworden. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie ans College gegangen war, vor etwa 4 Jahren. Ah ja, und Joe Dunn noch. Was war Joe Dunn für ein Typ? Anständiger Kerl. Hast du die ganzen Slogans an der Wand gesehen? Diese Motivationssprüche? Joe hat wirklich daran geglaubt. An alle. Saxophonspieler, Alkohol, Joe oder Joey? Wir fragen das mal wegen der Mary. Joe Dunn oder Joey Dunn? Hä? Den hat doch keiner Joey genannt. Seine Frau vielleicht, ja. Wobei die ja nichts mehr gesagt hat, als sie erst mal tot war. Der hat einen sehr speziellen Humor, wa? Der hat Saxophon gespielt, oder? Ja, ziemlich gut sogar für ein Weißbrot. Aber er hat dann aufgehört, als seine Frau gestorben ist. Er gibt keinen Sinn, was? Ich meine, nichts zieht die Breite doch so sehr an wie Blasinstrumente. Warum aufhören, wenn man endlich wieder frei ist? Okay. Ja, du hast auf jeden Fall komische Freunde, Alkohol. Ich habe oben auf dem Dach eine leere Weinflasche gefunden. Hat Joe Dunn getrunken? Nur eine Zeit lang, nachdem seine Frau gestorben war. Aber schließlich hat er aufgehört. Danach hat er nur noch zu besonderen Anlässen was getrunken. Ja, okay, das kann man dann, sag ich mal... Ich lass dich dann mal lieber weiter. Kann man noch verstehen? Alles klar. Sollte man zwar nicht, aber kann man verstehen. Okay, so. Gucken wir nochmal in den Spind rein. Jetzt haben wir ja die Dietriche. Was ist das denn? Brian Chest Expander? Aha! Ihr eigenes tragbares Fitnesscenter. Bis zu 5 robuste Federn, um ihren Oberkörper zu straffen.
Fügen Sie weitere Federn hinzu, wenn Sie an Kraft zulegen. Okay. Und da unten, Hole and Other Poems. Loch und andere Gedichte, Abraham Greenberg. Aha. Da können wir nochmal reingucken. Ne, können wir nicht. Wir können es uns nur einfach nochmal angucken. Da können wir uns hier noch umsehen. Ich dachte, vielleicht hat er eine Spind-Innenseite noch was, aber anscheinend leider nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, der weggeworfene Expander und die Expander-Box von Yale. Ja, warte, wo ist das? Unten. So. Also so viel ist klar. Der Expander in der Mülltonne gehört Yale. Yale hat dann mit einem Expander ermordet? Wie kommt denn der auf die ganzen Klamotten? In der Mülltonne gehört Yale. Toll. Die gesammelten Hinweise lassen eine neue Schlussfolgerung zu. Gucken wir mal nach. Der Expander in der Mülltonne gehört Yale. Okay, machen wir mal so. Ne. Ich bin rassistische Schmierereien. Fluss und Nase und dessen Geliebter gemacht. Das gut sein. Mary und Dunn hatten etwas. Ah, okay. Ich bin doof. Ich bin doof. Was ist, wenn Marys Geburtsdatum die Kombination für den Tresor ist? Und das müssen wir jetzt mit der Personalakte vergleichen, weil da steht wahrscheinlich ihr Geburtsdatum drauf. Ja, genau. Gerissen. Gerissen. So. Marys Geburtsdaten könnten den Tresor öffnen. Der Büffler O'Reilly arbeitet, trägt ein Kleidblatt am Revier der Linie Personal da. Da. Marys Geburtsdatum könnte den Tresor öffnen. Es steht auf einer Karte auf Duns Schreibtisch. Ja, müssen wir die Karten nochmal angucken. Aber wir gucken erstmal an, was der da hier für Hinweise noch so in sich reingeballert hat. Eugene Colbert. Achso, da hat er auch noch was aufgeschrieben, ne? Arbeitet für O'Leary als Schläger. Jake Ostiombi scheint Yale zu mögen. Zusammen Dunn getötet, Fragezeichen. Freund von Joe und Sonja Dunn, mehr als Freunde. Ja, vielleicht den Vater getötet, damit sie es übernehmen kann und er ist dann mit ihr zusammen. Keine Ahnung. Der Ehering der Mutter ist in einem Umschlag aufgetaucht. Den alten Tresor mit Geburtstag der Mutter geöffnet, geht nicht mehr. Okay, das kennen wir ja schon soweit. Spanner Schachtel in einem Spinnen, dann damit umgebracht und dann... Achso. Ja gut, das ist ja das Normale, was wir auch schon wissen. Er hat es ja auch nur aufgeschrieben, was wir schon wissen. Ne, mit ihm wollen wir nicht nochmal reden. Wir werden jetzt mal versuchen, den Spinn zu öffnen. Ja. Ich finde diesen Effekt so cool, wenn er die Treppe hochläuft und auf einmal oben angekommen ist, wenn es nach diesem Boxer kommt. So, machen wir nochmal den hier. Und da war's. Marys Geburtstag. Eine Woche vor jenem Tag. So, sie hatte also kürzlich Geburtstag. Das ist noch interessant. Sollen jetzt Geburtsdatum verwenden? Marys Geburtsdatum verwenden? Zufallskombination verwenden? Wir machen mal Marys Geburtsdatum. Ich frage mich übrigens, ob diese Zufallskombination eventuell sogar mal klappen sollte. Korrektes Passwort.
So, hier ist... Oh, hier ist erstmal Geld. Krüchen. Vielleicht die Portokasse. Da ist eine Knarre. Hätte nie gedacht, dass Dan eine Waffe hat. Ja, also war er wahrscheinlich schon in Gefahr. Letzter Wille und Testament von Joseph R. Dan. Interessant. Sie haben den Safe aufgemacht. Ja, und Sie sollten sich das hier mal ansehen. Was steht denn da? Also schön. Ich denke, das könnte für Ihre Ermittlungen von Interesse sein, Herr Detektiv. Er hat alles mir hinterlassen. Außer einigen Boxtrophäen und Schnickschnack für Bobby Yale. Glückwunsch, das ist ja Glücksmüll. Wann wurde das Testament unterschrieben? Danke für die Informationen. Meinen Sie, Bobby Yale hat es gelesen? Wir fragen erstmal, wann das unterschrieben wann werde. Wann wurde das Testament unterzeichnet? Es wurde vor 4 Jahren geschrieben. Nur Wochen nach meinem Umzug nach Buffalo. Fragen wir nochmal Bobby Yale. Meinen Sie, Bobby Yale hat es gelesen, bevor er verschwand? Kann sein. Gut, danke. Wollen wir es erstmal bedeckt halten. Da war aber noch was drin, das möchte ich jetzt auch noch sehen. Und zwar die Akte. Business Insurance Policy, Gewerbeversicherung. Achso. Das war's dann auch schon. Ja gut. Also war das einzig Interessante da drin, die Akte. Na gut. Dann werden wir mal gucken, wo wir hingehen. Wir könnten ja auch nochmal mit Ostjombi sprechen. Jake, ne? Boah, ich vergesse mal den Namen. Joe Dunn. Waffe im Tresor. Wusstest du, dass Joe Dunn eine Waffe in seinem Tresor hatte? Unmöglich, Mann. Der hat doch Waffen gehasst. Wobei... Als Teenager hat Bobby Yale mal so eine verrückte Phase durchgemacht. Ist sogar aus dem Boxclub ausgestiegen, um sich einer Gang anzuschließen. Nichts Ernstes. Eines Morgens ist er in den Club eingebrochen. Joe war bereits da und hat ihn auf frischer Tat ertappt. Bobby hat dann mit der Waffe gezwungen, den Tresor zu öffnen. Also hat Joe den aufgemacht und Bobby gesagt, er soll die Waffe da reinlegen, die Gang verlassen und wieder mit dem Boxen anfangen. 5 Minuten später war ich dann hier und hab gesehen, wie Bobby in Joes Armen wie ein Baby geweint hat. Dann ist er einfach wieder aufgestanden und hat die Handschuhe angezogen. Okay. Vielleicht können wir auch noch was mit Sonja Dunn besprechen. Weil das ist ja alles schon so ein bisschen merkwürdig, ne? So. Ja, ist alles ein bisschen merkwürdig. Können wir die Trophäen angucken, weil die hat er ja explizit... Ne. Die hat er ja dem Bobby Yale vermacht vor 4 Jahren. Dann darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn das hilft, Yale zu finden, dann nur zu. Oh, wir gucken mal, was wir erschnüffeln können oder nichts. Gut. Das wär's für den Moment. Was hat das Walross Cassidy hier zu suchen gehabt? Na, machen wir das mal. Ich hab gesehen, wie Sie sich mit einem Kerl namens Cassidy gestritten haben. Was wollte der denn? Sie wissen noch, dass ein Kampf stattfinden muss, um diesen Boxclub zu retten? Nun, Cassidy managt Yales Gegner Stone, den amtierenden Champion. Tritt Bobby nicht an, verliert er Geld. Vielleicht nicht viel, aber doch genug. Ach so. Was können Sie mir über die Versicherung des Boxclubs sagen? Ich habe noch gar nicht nach der Versicherung des Clubs gefragt. Genau die lese ich mir gerade durch. Bislang sieht mir das nach einem normalen Vertrag für Kleinunternehmen aus. Okay, ich weiß, wer den Ring Ihrer Mutter hatte. Komm, lass mal die Bombe platzen. Ich weiß, wer den Ring Ihrer Mutter hatte. Tun Sie das?
Mary, sie war ihrem Vater verliebt. Wenn ich es mir recht überlege, keine Ahnung. Was soll man machen? Ja, kommen Sie. Hat ein Recht, es zu erfahren. Ich denke, sie war in ihren Vater verliebt. Danke. Ja, ich hoffe, das war kein Fehler. Aber danke. Wie gesagt, wir müssen eh öfter spielen. Duns Testament. Vielleicht können wir es ja mal sehen. Habe ich Sie im Hinblick auf das Testament Ihres Vaters noch gar nicht gefragt. Ja, komm, machen wir das mal. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ja ein richtiger Glückspilz. Ich tu mal so, als hätte ich das jetzt nicht gehört. Gut, danke. Das war vielleicht nicht so intelligent. Egal. Interview mit Weekly, komm. Wissen Sie, ich habe da diesen Freund, der ist Journalist und die Sache ist, also. Er will Sie interviewen. Er würde Sie gerne interviewen. Warum? Eine Frau, die einen Boxclub leitet, wenn das keine Story ist. Und wie genau hat dieser Freund von Ihnen davon Wind bekommen? Sie kann an die Presse durch, ich hab's ihm gesagt. Ja, sie kann durch. Nun, Sie wissen doch, wie das läuft. Ich will's gar nicht hören. Ich hoffe, Sie können noch heute Ihr Können unter Beweis stellen. Haben Sie in diesen Papieren irgendetwas von Interesse finden können? Nein, Ermittlungen brauchen Ihre Zeit, wie Sie ja sicher wissen. Ich mag sie nicht. Und vielleicht habe ich auch Mary als Köder jetzt eingesetzt, was vielleicht nicht so intelligent wäre, aber egal. Ich würde sagen, wir müssen mal mit der Mary wieder sprechen. So, immerhin. Ne? Ist das ja schon komisch alles. Wo können wir denn hier hin? Ich würde einen gelben Cadillac bevorzugen, doch ich kann nicht klagen. Ich wollte gerade sagen, Mann, du hast doch voll den guten Wagen, ey. Ich würde Achso, können wir nichts anderes sagen. Doch ich kann nicht klagen. Na gut. So, aber ich sag mal so, bevor wir zu Mary gehen, mache ich hier mal einen kurzen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ja, bis dahin, auf Wiedersehen.